Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Warp. Ich habe mich dazu entschlossen, den ein oder anderen Pfad hier nicht allzu weit zu verfolgen. Und ich glaube, dann gehen wir einfach mal direkt hier nach Norden an diesen Türmen vorbei. Ich überlege auch gerade, ob wir hier irgendwie vielleicht mit unserer... Moment, ich erinnere mich, wir haben die Wurffähigkeit ja noch gar nicht. Deswegen konnte ich auch in der vorherigen Folge hier nichts werfen. Wir können noch gar nicht werfen. Stimmt. Das ist natürlich gut zu wissen, aber ich kann trotzdem diese fucking... Oh Gott, diese fucking Box da mitten in den Laserweg stellen. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal machen. Ich könnte auch diese Box hier mitnehmen. Ganz kreative Lösungsvarianten hier. Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte auch einfach zurückgehen und einen Alternativpfad entlang wandern. Aber das wäre ja voll öde. Und deswegen würde ich sagen... Ja, wir lassen den Turm hier erstmal. Oh mein Gott! Was ist eben passiert? Wir haben uns in die Schusslinie gestellt und die hat... Und ein anderer Turm oder so hat uns abgeschossen. Einer von den nördlichen Türmen. Einer von den zwei Türmen. Ja, das war jedenfalls so nicht ganz geplant. Aber man kann ja mit leben. So, ich stelle mich jetzt einfach an diesen Turm rein. Das ist ganz sehr viel einfacher. Dann warte ich auf diesen Turm und gehe einfach weiter. Ah ja, und hier ist das Laserlabyrinth. Upp, wie toll. Möchte ich mir was holen? Vielleicht lieber die Echo-Mine, lieber als Swap and Launch. Potenziell. Nee, ich glaube, wir kommen mit unserem Blast auch ganz gut zurecht. Vielleicht nicht, hoppala, vielleicht nicht super, aber das sollte auf jeden Fall auch gehen. Wo komme ich denn hier lang? Kann ich hier einen Weg umgehen? Moment. Ich kann hier durch die Wand durch. Außerdem muss ich die Wissenschaftler erledigen. Moment, jetzt fällt es mir ein. Ach, verfluchter Mist. Es kann sein, dass ich gleich nochmal zurückgehen muss. Weil da eventuell noch ein paar Leute leben. Ich weiß, dass hier auch noch eine Wache lebt. Das ist der Grund, warum ich hier lang gehe. Ich will ja auf Nummer sicher gehen. Oh, scheiße. Das ist zum Kotzen. Mein Echo stirbt. Kurz bevor ich mich mit meinem Echo wegteleportiere. Und das bedeutet, was wollte ich sagen, das bedeutet, dass ich mich nicht mit meinem Echo wegteleportiere, sondern mit mir selber. Und wenn ich natürlich gerade in einen Laser reingucke, dann teleportiere ich mich in einen Laser rein. Ganz alt, Gott, ganz alt, ganz alltäglicher Kram eben. Meine Güte, das ist genau deswegen so eine beschissene Stelle. Oh, jetzt dann sanft am Laser vorbei. Und so, und da, oh, hier ist nicht mal eine Wache. Das hier ist nur ein Robo. Ich dachte echt, das wäre eine Wache. Egal. Schnell zum Checkpoint. Und den Grub geholt. Und ich hoffe sehr, dass ich hier jetzt auch nochmal zurück kann. Bin mir gerade nämlich nicht 5000%ig sicher. Und hier müsste ich... Oh je. Ah, komm schon. Echo! Ja, du hast's verloren. Du Horst. Dann machen wir dich mal platt. So, und jetzt muss ich links gucken, was ich hier noch vergessen habe zu erledigen. Unter anderem irgendjemand aus dieser Truppe hier. Okay, der kommt jetzt erstmal näher. Näher. Und wir tauschen den Platz. Nicht, dass ich das gern machen würde. Weil jetzt ist der auf der anderen Seite und ich muss gucken, wie ich wieder zurückkomme. Ah, das dürfte ich hier rüber gehen. Erst einmal. Das heißt, ich nehme mir das Fass, stelle es mir hier an die Wand. Genau, und dann tausche ich mit dem Wissenschaftler den Platz. Hallöchen. Stellen wir das noch hier hin zur potenziell schnelleren Rückreise. Gehen hier mal zurück, erledigen diesen Kerl. Und jetzt fürchte ich, dass da links noch Wachen leben. Wenigstens ein, zwei Wachen. Ich bin mir nicht komplett sicher. Ich komme hier echt nicht mehr zurück. Ich komme hier unten rum. Zurück? Komme ich? Ich glaube schon. Ich muss jetzt gleich mal nachgucken. Das war ein Fehler. Ich würde gerne den Filmkanister zerstören. Einfach so wegen meinem Ego und so. Okay. Jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass wir da noch zurückkommen können.
Wäre sonst irgendwie doof. Hier ist eine Wache, die ist nicht so das Problem. Und hier waren wir am Anfang des Spiels und konnten hier nicht weiter. Wenn ich mich... Oh mein Gott! Ich dachte, oh ja, renne ich auf den zu, gehe ich schnell in den Rhein. Der ist hier nur 20 Meter weit weg und zielt schon auf mich. Oh Gott, was... Oh, Scheiße. Ich bin wieder hier? Mann, wie schön und so. Ich habe keinen Savepoint gefunden bis dahin. Wow. Ich darf mich nämlich jetzt nochmal um die Wissenschaftler kümmern. Und ich muss mich jetzt um die Wissenschaftler kümmern, weil ich sonst mein böses Ende-Achievement nicht kriege. Doof, ne? Ja, guck mal, hier ist ein Fass. Hat ja wunderbar funktioniert. Okay, wir machen das also so. Wir stellen hier ein Fass hin, ganz einfach. Schicken hier mal uns selber rüber. Machen den hier platt. Machen dies hier platt. Reisen zurück. Wenn man weiß, wie es geht, ist es auf jeden Fall einfacher, merke ich gerade. Und machen das da platt. So, und jetzt geht's weiter hier unten. Hoffentlich ohne zu sterben. Ich kann nicht glauben, dass hier kein Safe-Punkt war. Ich kann übrigens die Kamera gerade nicht bewegen. Also ich kann nicht nach unten gucken, so gerne ich das auch tun würde, um ehrlich zu sein. Ah, ich kann mir hier den... Ja, ich kann mir hier den Safe-Point holen. Machen wir das doch gerade mal. Und jetzt guck ich, wie ich hier am besten überlebe. Zum Beispiel mit einem beweglichen Fass, mit einer fetten Explosion und mit einem riesigen Blähbauch-Gegner, der dann einfach mal so platzt. Oh Gott. Hier ist noch einer. Wie kriege ich den denn? Ich müsste den anlocken, ne? Die Echo-Mine wäre da hilfreich. Hallo. Okay, er hat mein Echo-Ding gesehen. Wenn der mich jetzt sieht, bin ich absolut erledigt. So kann ich auf jeden Fall erstmal zurück. Ich kann ja dann hoffentlich wieder den Platz mit ihm tauschen irgendwann. Gott, ich habe das Gefühl, wir sind hier völlig auf dem falschen Weg. Nee, wir sind völlig auf dem richtigen Weg. Okay. Erstmal muss diese Wache definitiv jetzt dran glauben. Ich hatte die vorher... Ja genau, ich hatte die vorher nicht erledigen können. Wenn ich mich nicht irre. Ach du Scheiße. Komme ich hier nicht mehr zurück? Keine Chance. Hätte ich oben rumgehen müssen. Also, worauf ich hinaus will, ich glaube, hier sind Wachen. Ich glaube, hier... Hier ist eine Wache. In diesem Raum ist, glaube ich, noch eine Wache. Und ich will auf keinen Fall zu viele am Leben lassen. Oh Gott. Einfach aus dieser Angst. Ich habe keine Ahnung, wie der durch die Barriere durchgelaufen ist. Ach so, der kann ja einfach durchlaufen, natürlich. Ja, einfach aus dieser Angst heraus, dass irgendwas schief läuft beim bösen Ende. Ich komme hier nicht mehr zurück. Fuck. Ja gut, ich schätze mal, ich habe jetzt keine Wahl, lauf einfach weiter und kann nur sehr hoffen, dass das mit dem bösen Ende jetzt noch funktioniert. Moment, ich kann da oben noch lang. Und könnte den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Möchte ich das? Um Gottes Willen, nein. Aber ich werde es mal probieren. Mal gucken, wie weit ich wirklich zurücklaufen kann, weil ich... Oh mein Gott, es lädt beim... Der lädt? In den Leveln lädt der? Wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ich bin ja schon wieder hier. Geht also voll schnell und so. Werd mal hier gerade mit dem Turm den Platz tauschen. Und jetzt gucken, dass ich über die... Oh mein Gott. Fässer wieder zurück kann. Ungefähr so, wie ich hergekommen bin. Ja, das geht erstaunlich gut. Oh mein Gott. Ja, diese Fässer standen schon immer so da. Aber dieses Fass hier... Das jetzt nicht vorhandene Fass ist gerade so ein kleines Problemchen, weil ich jetzt nicht mehr zurück kann. Wenn ich das richtig sehe, es kann sein, dass ich mich darüber zurückteleportieren kann. Ich glaube, ich habe es schon mal geschafft, okay, aber für einen Arsch, das ist die Mühe nicht wert. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Und ich werde das dann hoffentlich zu einem... guten oder besser gesagt zu einem bösen Ende bringen.
Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich das Ganze einfach irgendwo auf YouTube anzuschauen. Warp, Bad Ending. Ungefähr so in der Art. Aber wo wäre denn da der Spaß? Okay, also ich möchte mir hier den Grub möchte ich mir gerne noch holen. Das heißt, ich muss mit diesem Fass den Platz tauschen und das ist irgendwie immer so spät, so knapp, dass ich gerade so hier dran komme. Und das nächste Fass mit mir als Lieferung wird transportiert. Wunderschön, das landet doch jetzt auf dem Fließband, oder? Da ist eine Wache. Moment, Moment, oh, ich würde gerne mit der Wache den Platz tauschen. Und die Wache da unten in den Abgrund schleudern auf die Weise. Das wäre voll cool. So, funktioniert denn das hier? Oh, wie geil. Erstmal kriege ich den Grub und zweitens ist die Wache hier jetzt erledigt. Das ist mal eine innovative Möglichkeit. Das habe ich noch nie so gemacht. Ich finde es cool. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich hier irgendwie wieder rüberkomme. Am besten so. Checkpoint. Ist hier noch ein Grub? Hier geht es jetzt nach oben weiter. Hier sind noch ein paar Grubs, die allerdings der Mühe mal wieder nicht wert sind. Und ich darf jetzt mit meinem Echo die Minen entdecken zum dritten Mal. Hier wird einiges ausgelöst. Bum, bum. Und ich hole mir Fässer. Noch mehr Minen. Und jetzt... Ah, genau. Jetzt treffen wir auf unseren großen Feind. Den, ja... Den schnellsten Gegner in diesem Spiel. So schnell, dass ich die Zwischensequenz abbrechen kann. Okay, wir legen eine Mine in seinen Weg. Er rennt voll rein und, und jagt uns mal total an die Wand. Ja, wunderschön. Okay, also Zwischensequenz bitte nochmal abbrechen. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Es ist immer noch eine Minenexplosion, die hier stattfindet. Das darf man nie vergessen. Okay, und ich bereite mich schon mal vor. Wenn der ungefähr in meinem Pfad ist, jawohl, perfekt, lege ich mir das hier mal hin. Fliege nicht in die Luft dieses Mal. Und dann jag unseren Gegner mal ein bisschen in die Luft. Und die dritte Mine? Wer weiß? Noch nicht, noch nicht. Das ist nicht auf dem Pfad. Jetzt, das ist auf dem Pfad. Er läuft, wird getroffen und wird von uns fachgerecht zerlegt. Jawohl. Den dritten Boss erledigt. Oh, ich kann die Zwischensequenz nicht mal abbrechen. Macht nichts. Wir kriegen hier Superkräfte. Ohne Grenzen. Dürfen jetzt Sachen durch die Gegend schleudern. Ich kann diese Sequenz nicht abbrechen. Das ist eine der ganz wenigen, die ich nicht abbrechen kann. Und hatte ich das schon beim ersten Playthrough erwähnt? Das ist so diese Inkonsistenz, die total irritierend ist, wenn man drauf achtet. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Oh, hier unten ist ein Grub. Habe ich den jemals gekriegt? Ich war hier noch nie. Kann das sein? Moment, Moment, Moment. Hier geht's oben weiter, geht's unten weiter. Was ist denn hier? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal war. Doch, hier komme ich von der anderen Seite. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Ganz am Ende, bevor ich zum U-Boot gehe. Glaube ich? Ich weiß es nicht. Was auch immer. Wir gehen mal durch diese Tür hin zu diesem Checkpoint. Und unsere schöne neue Fähigkeit ermöglicht uns jetzt natürlich einmal mehr Sachen gegen die Wände zu schleudern, Türen damit zu öffnen und tote Leichen noch toter zu machen. Nee, das konnten wir auch schon vorher. Es ist nur, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich durch zu viele Leben gelassene? Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Leben gelassene Wachen eventuell nicht das böse Ende kriege, das ich mir erhoffe. Und einmal mehr würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part. Haben wir das nicht schon jedes Mal gemacht an dieser Stelle? Ich glaube schon. Verrückt. Total verrückt. Was auch immer. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir nähern uns auf jeden Fall dem dritten und hoffentlich bösen Finale immer weiter. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es in einigen wenigen Parts auch erreichen werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal und bis dann.